Beim 100. Bundesliga-Nordderby am Sonnabend treffen sich Werder Bremen und der HSV im Tabellenkeller. Doch dies war nicht immer so. 1983 spielten beide Vereine sogar um die Meisterschaft. Und auch sonst ranken sich viele Erinnerungen um die Begegnungen der Nordrivalen, wie Nico Stöfhase vom HSV-Museum weiß. Die erste richtig denkwürdige Geschichte rund um das Derby hat sich sicherlich 1971 ereignet. Ein Spiel hier in Hamburg, an das die Bremer sich, glaube ich, sehr, sehr ungern erinnern. Also die haben damals die Höchststrafe erteilt bekommen. Nicht nur, dass sie verloren haben, 2-1. In der Halbzeitpause hat auch noch Schiedsrichter Eschweiler ihnen HSV-Trikots verordnet. Bremen hatte damals weiße Trikots mit roten Streifen. Der HSV spielte halt ganz in weiß und in der Halbzeitpause hat der Schiedsrichter halt entschieden, dass er die Spieler nicht ausreichend auseinanderhalten kann. Und die Bremer hatten kein Ausweichtrikot dabei und deshalb mussten sie dann die zweite Halbzeit in blauen HSV-Jerseys mit weißen Armen auflaufen. Und das ist sicherlich für den Bremer die Höchststrafe, ne? Also mit der Raute auf der Brust zu spielen und dann auch noch als Verlierer auf den Platz zu gehen, war sicherlich hartes Brot. Eine traurige Geschichte rund um das Derby sind sicherlich die Vorfälle um das Spiel hier in Hamburg 1983. Damals so die Rivalität und auch die Gewalt in und um Stadion sicherlich schon so ein bisschen auf dem Höhepunkt. Und da kam es eben zum tragischen Todesfall von Arian Malaika. Auseinandersetzung zwischen den Fangruppen, ganz, ganz unweit hier des Stadions. In dessen Zusammenhang er halt von einem Stein am Kopf getroffen wurde und ja, dann liegen blieb. Und ja, im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht so richtig klar war den Beteiligten, wie schwer er eigentlich wirklich verletzt war. Ja, und leider ist er dann eben an den Folgen dieser schweren Kopfverletzung schon am nächsten Tag verstorben. Aus HSV-Sicht ein trauriges Derby ist natürlich das Derby 1989. Zwar haben wir 4-0 gewonnen, aber damals musste Dietmar Jacobs eben aufgrund einer schweren Verletzung ausgewechselt werden und dann eben auch im Nachhinein seine Karriere beenden. Da stand zu dem Zeitpunkt noch 0-0, als er grandios gerettet hat. Also Winton Rufer lief auf Golz zu und hat den Ball, Torwart ist eben rausgekommen. Rufer hat ihn überlupft und der Ball über den Torwart hinweg auf die Torlinie zu und Dietmar Jacobs ist halt einfach den Ball hinterhergelaufen und hat dann wirklich so im Rutschen auf dem Rücken liegend den Ball mit so einer Art Fallrückzieher übers Tor, also vor der Linie noch eben in die Luft gerettet und damit eben auch das Tor verhindert, ganz klar. Und ist dann aber weiter auf dem Rücken rutschend quasi hinten ins Netz reingerutscht. Damals waren eben die Tornetze noch mit wie so klappbaren Karabinerhaken befestigt und er ist halt dann da eben so unglücklich reingerutscht, dass dieser Karabinerhaken sich halt in seinen Rücken gebohrt hat, richtig. Und über die Verletzung war dann eben, wie sich im Nachhinein rausstellte, so schwer, dass er seine Karriere beenden musste. Unser Lieblingsintimfeind von den Bremern, Tim Wiese, mit seinem Karate-Trip, muss man sagen, gegen Mica Olic. Also, dass es da damals nur Geld gab, das kann ich heute noch nicht so ganz verstehen. Bei dem UEFA-Pokal-Halbfinale denkt natürlich auch jeder an diese legendäre Papierkugel. Ich sagte ja schon, 1-0 haben wir das Hinspiel gewonnen in Bremen und ja, hier reicht uns theoretisch also eigentlich schon unentschieden. Aber 2-1, stand es für Bremen, wir waren eigentlich auch schon dran. Und dann versprang halt eben unserem Verteidiger Michael Graugart ganz unglücklich der Ball an der Torauslinie. Er wollte ihn eigentlich einen harmlosen Ball wegschlagen, aber da lag eben diese legendäre Papierkugel von der großen Choreografie und der Ball sprang so unglücklich auf, dass er von seinem Schienbein ins Ausging gab, eine Ecke und das war dann eben das nächste Tor für die Bremer und das war dann eigentlich so der Anfang vom Ende. Das ist ja das Schlimme daran, wir sind ja selber schuld. Wir hatten also eine riesig große Choreografie mit Papptafeln, die halt eben hier Vereinswappen und sowas bildeten in der Gesamtheit, wenn die Zuschauer es hochgehalten haben und wie das so viele machen vor dem Spiel, halt wenn es dann irgendwie losgeht, knüllt man diese Pappe zusammen und wirft sie halt eben nach vorne einfach so als so eine Art großer Konfetti-Regen. Ja, und die hat es dann eben geschafft bis aufs Spielfeld, also aus dem unteren Rang da drüben im A-Rang genau gegenüber. Ja, und lag dann halt eben so unglücklich ein paar Meter vor der Torauslinie, dass er dann eben so entscheidend auf das Spiel Einfluss genommen hat. Bleibt abzuwarten, was am Sonnabend beim 100. Bundesliga-Derby der Nordrivalen passiert. 1983 schnappte der HSV übrigens den Bremern die Meisterschaft weg. Vielleicht gelingt ihm ja am Sonnabend Ähnliches mit dem Ziel Richtung Klassenerhalt.